Ja, moin mal Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben uns ja schon auf diesem Kanal etwas mit The Texas Chainsaw Massacre auseinandergesetzt. Bald kommt das Spiel raus und deswegen möchte ich euch hier auf Leatherface vorbereiten und euch seine Hintergrundgeschichte erzählen. Diese euch jetzt hier zu erzählen ist etwas schwierig. Es gibt viele Logiklöcher in der Reihe und auf verschiedene Timelines. In den verschiedenen Timelines wird auch oft die Hintergrundgeschichte von Leatherface einfach geändert. Das heißt, ja, sie ist relativ unvollständig und auch irgendwie total anders in den verschiedenen Filmen, weshalb ich mich hier nur auf das Original von 1974 beschränke, da dies auch im Spiel vorkommen wird, weshalb man sich da noch besser drauf vorbereiten kann. Vorab sollte der Hinweis noch gestattet sein, dass das hier nicht mein eigener Text ist. Diesen lese ich von einer Website ab. Die Website ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich hoffe, ihr könnt euch das Video trotzdem ganz gut anschauen. Und ich würde sagen, viel Spaß mit der Hintergrundgeschichte von Leatherface und wer ist eigentlich Leatherface? Leatherface mit bürgerlichem Namen Bubba Sawyer ist der Hauptantagonist der zur Kult gewordenen The Texas Chainsaw Massacre Horrorfilmreihe. Der Masken aus Menschenhaut tragende Kettensägen schwingende Kannibale ist neben Freddy Krueger, Michael Myers und Jason Voorhees einer der großen neoklassischen Horror-Ikonen, hat aber im popkulturellen Mainstream bisher nicht ganz deren Popularität erreicht. Zudem sticht er unter seinen Monsterkollegen hervor, da er im Gegensatz zu diesen keinerlei übernatürliche Kräfte besitzt. Die Sawyers waren eine ehrwürdige alte Schlachterfamilie, die ihrem Handwerk seit vielen Generationen mit großem Stolz nachging. Ihre glanzvollen Tage lagen jedoch längst hinter ihnen, nachdem das Familienoberhaupt Grandpa Sawyer, der als bester Schlachter weit und breit galt, seinerzeit aufgrund der zunehmenden Automatisierung der Fleischverarbeitungsindustrie seinen Arbeitsplatz im örtlichen Schlachthof verloren hatte. Verbittert zog dieser sich auf seine Farm zurück und isolierte auch seine Familie weitgehend von der Außenwelt. Nur zwei Generationen weiter haben Degeneration, Inzest, Hunger und Wahnsinn aus den Sawyers groteske Karikaturen menschlicher Wesen gemacht, die allen Außenstehenden mit Hass und Abscheu begegnen und vollkommen dem Kannibalismus verfallen sind. In diese Familie wurde Bubba Sawyer als jüngster von vier Brüdern hineingeboren, sein Leben lang von den anderen schikaniert und gedemütigt, wobei sich neben Nubbins und Choptop vor allem sein ältester Bruder Drayton hervortut. Nichts anderes kennend als die immerwährende geistige und körperliche Misshandlung seiner Brüder, wuchs er zum Zerrbild eines Mannes mit dem Verstand eines Kindes heran, für den das Abschlachten argloser reisender Teil des Alltags ist. Diese werden von ihm gehäutet, zerstückelt und entbeint, um später zu Wurstwaren, Barbecue und Chili verarbeitet zu werden, die sofern nicht selbst verspeist werden, sondern später an ahnungslose Kunden in Traytons abgelegener Tankstelle verkauft werden. Zudem trägt er stets Masken, die er aus der Gesichtshaut seiner Opfer angefertigt hat, was ihm den Spitznamen Leatherface, zu Deutsch etwa Lederfratze, eingebracht hat. Leatherface tötet nicht aus dem Verlangen heraus, anderen seinen Willen aufzuzwingen, fleischliche Gedanken zu befriedigen oder die Stimmen in seinem Kopf zum Schweigen zu bringen. Er tötet, weil er Angst hat. Angst, dass andere ihm wehtun. Angst, dass seine Familie unzufrieden mit ihm ist. Angst, dass ihre alle Begierde nach Menschenfleisch ans Licht kommt. Er tut, was ihm aufgetragen wird. Seine Familie liebt ihn und das ist alles, was zählt. Außenstehende sind eine Bedrohung und um Bedrohungen muss man sich kümmern. Wie diese Kids, die ungebeten ins Haus kamen, so selbstsicher traten sie ein, sie sahen sich im Haus um, zweifellos, um die Geheimnisse der Familie aufzudecken, aber Leatherface kümmerte sich um sie und beschützte die Familie, wie man es ihm beigebracht hatte. Aber obwohl er sein Bestes gab, konnte eines der Kinder entkommen. Er versuchte, das Mädchen aufzuhalten, jagte ihr nach, so schnell er konnte, aber sie hatte Hilfe. Ein anderer Außenstehender, der einen Truck fuhr. Der niederträchtige Truckfahrer tötete seinen Bruder, überfuhr ihn, als wäre er eine Beutelratte. Wutentbrannt stürzte sich Leatherface auf ihn, die Säge gezückt, um seine Familie zu rächen. Aber der Truckfahrer war zu schnell. Er schlug Leatherface zur Seite und setzte seine eigene Säge gegen ihn ein.
Während er zusah, wie die Außenstehenden davonfuhren, vermischten sich Wut, Trauer und Schmerz mit der Sorge darüber, was nun aus seiner Familie werden würde. Sicher würden sie mit der Polizei im Schlepptau zurückkehren und diese würde seine Brüder und seinen Großvater mitnehmen. Was würde er ohne sie tun? Ohne ihre Befehle würde er verkümmern und sterben. Als seine Wut zusammenbrach, drehte sich Leatherface im Kreis, seine Säge umherschwingend und versuchte, die unzähligen ihn umgebenden Bedrohungen von außen zu bekämpfen. Ja Leute, das war's jetzt mit der Hintergrundgeschichte von Leatherface oder wer Leatherface denn überhaupt ist. Wie gesagt, ich habe die Geschichte etwas grober zusammengefasst und habe mich hier nur auf das Original von 1974 beschränkt. Falls ihr aber die Geschichte aller 10 der Texas Chainsaw Massacre Filme zusammengefasst haben wollt, dann schaut doch mal gerne bei dem Kanal Horrorzeit vorbei. Die hat nämlich letztens ein Video rausgebracht, wo sie halt alle 10 Filme zusammengefasst hat. Ich fand das Video sehr gut und deswegen habe ich mir gedacht, ja, empfiehlst du das mal weiter. Gut Leute, das war's von meiner Seite aus und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Ciao, ciao.